Das Jagdzeugmagazin, das sogenannte, wurde 1765 im Auftrag von König Friedrich II. Gebaut. Es hat Jagdutensilien aufgenommen, die man für verschiedene Jagdvarianten brauchte. Es ist jetzt eine Ausstellung zur Jagd- und Baugeschichte hier untergebracht. Unter anderem waren hier ursprünglich eingelagert sogenannte Jagdlappen, die zum Absperren eines bestimmten Waldgebietes dienten. Und auch ein Sprichwort kommt dort her, denn wenn ein Tier aus dieser Absperrung entkam, dann war es sprichwörtlich durch die Lappen gegangen. Und bewusste Lappen kann man hier unter anderem sich anschauen.